Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wir sind ja jetzt auf der Rückfahrt vom Minigolfen. Dazu wird natürlich ein separates Video kommen. Adventure Golf. Adventure Minigolf. Golf ist scheiße. Lass sowas. Bitte was? Lass sowas. Warum? Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Wir befinden uns gerade auf dem Rückweg vom Minigolf. Wir grüßen erstmal alle Leute aus Darmstadt, weil da befinden wir uns nämlich gerade. Deshalb fahre ich auch ein bisschen langsamer und wir sind nicht auf der Autobahn. Hallo. 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 Und ja, das nächste Thema steht an für kurz und knapp. Oder kurz und knackig. Und zwar lautet das Thema dieses Mal die Fußball-Bundesliga. Überraschungen etc. pp. Steigt der HSV ab? Steigt Stuttgart ab? Wer geht in die Relegation? Fragen über Fragen und wir philosophieren und diskutieren drüber. Und wir haben Experten heute zugeschaltet. Ja, Experten sind zugeschaltet und da haben wir auf der ersten Seite, er glänzt weniger mit Wissen, eher mehr mit Emotion, Robert. Moin Sens. Dann haben wir ja denjenigen, der es genau andersrum macht, scheiß auf Emotionen, dafür das Fachwissen ist am Start. Den Cresinio. Ja, hallo. Moin Sens. Moin geballte Sens. Fachwissenskraft im Adelis. Genau. Und dann gehen wir erstmal, würde ich sagen, erstmal in ja, Bayern München, brauchen wir nichts zu sagen. Alles andere als Meister mit der Mannschaft ist, glaube ich, eine Schmar, oder? Ja, also was hatte man noch anderes erwartet, nicht? Ich meine, ja. Nachdem sie ja auch noch den Götze geholt haben, dieselbe Mannschaft mehr oder weniger haben. Und Guardiola als den Trainer schlechthin. Die anderen haben sich aber auch nicht besonders gut angestellt, ne? Ja, Verletzungen etc. kam natürlich auch dazu. Und da kann Bayern natürlich über eine komplette Saison hinweg wesentlich besser glänzen als Dortmund, als Leverkusen. Ich verstehe seit Jahren nicht, warum Leverkusen so weit oben ist. Von denen hörst du nie was, von denen liest du kaum was. Ja. Da sind kaum Zuschauer. Ich meine, in das Stadion, wie viel passen da rein? 22.500 ja, oder 26.000 irgendwie sowas. Dann auch noch super teuer. Und ja, aber... Hat der gerade einen Unfall gehabt? Nee, ja. Ich glaube, eine Panne war das einfach. Nein, da stand ein anderes verunfalltes Auto daneben. So, und ja, auf jeden Fall. Oben würde ich sagen, gibt es keine großartigen Überraschungen. Zumindest so in den ersten 3, 4, oder? Nein. Ja, bis auf Leverkusen, dass die dann halt noch so... Ja. Ja, aber die waren doch die letzten Jahre, die sind immer oben also irgendwie glaub, mit dabei. Also ich glaube, du meinst eher, dass die so noch so abgebaut ja, haben. Ja, genau, das meine ich ja. Dass die so dermaßen in ein Loch gefallen sind, dass sie sogar den Trainer gefeuert haben auf dem Platz. Also... Sammy. Rübier. Aber ganz ehrlich, verdiente Meisterschaft von Bayern, anders kann man es nicht sagen. Aber spannender, ich muss erst mal sagen, Hoffenheim. Letztes Jahr noch hier der Wackelkandidat. Die hätten auch direkt absteigen können, wenn sie nicht gegen Dortmund gewonnen hätten. Und dadurch ist die Fortuna halt direkt abgestiegen. Das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir nachher noch. Ich muss sagen, Hoffenheim, die Mannschaft in der Liga, die mich definitiv überrascht hat. Und attraktiven Fußball spielt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir eine Dauerkarte aussuchen könnte, würde ich die von Hoffenheim nehmen. Weil da fallen immer im Schnitt fast schon 4 Tore. Ja, ich glaube mehr sogar. Ja, 3,6 war bei Hoffenheimer Spielen die Torbild. Also 3,6 Tore pro Spiel. Im Durchschnitt. Ja, geil. Im Durchschnitt. Und auf jeden Fall, egal für wen, auf jeden Fall sind Emotionen dabei. Immer Bambole. Nicht so wie bei Fortuna, ein langweiliges 0-0 und so ein Scheiß. Nee, da hast du mindestens 3 Buden. Also ohne Scheiß. Respekt an Hoffenheim. Die haben es verdient, in der Liga zu bleiben. Wer so Fußball spielt, finde ich geil. Vor allen Dingen, dann kriegst du 50 Tore Masse und 50 Gegentore kriegst du rein. Besten Dank. Ja. Ist auch geil. Ja, ist okay. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Abstieg. Wer steigt ab? Ich würde sagen, da überreichen wir mal ja, das Wort an den Meister. Genau, an den Meister. Er kennt sich also, aus. Es spitzt sich ja im Moment, muss man ja sagen, wir haben jetzt, glaube ich, jetzt kommt ja jetzt der 32. Spieltag, alles auf einen Vierkampf, beziehungsweise vielleicht sogar eher schon Dreikampf aus, also zwischen Braunschweig mit 25 Punkten, dann ist ja im Moment Hamburg, glaube ich, mit 26 17. und, oder Nürnberg ist mit 26, glaube ich, 17. und Hamburg hat, glaube ich, 27. Ist oder so. Nürnberg nicht vor Hamburg sogar? Ich weiß es nicht, ehrlich zu sein, ja. Ich weiß es nicht genau, aber man könnte es jetzt nachgucken, aber wir sind nur durch ganz wenige Punkte getrennt. Stuttgart hat ja jetzt gegen Schalke gewonnen,
Das war durchaus nicht unbedingt zu erwarten. Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Hab mir einen kompletten Schein, einen 16er Tippschein versaut. Das ist natürlich Pech. Die Pisser. Aber man muss eigentlich schon sagen, dass im Moment so von dem gesamten Verlauf her es eigentlich darauf hinauslaufen wird, dass Nürnberg absteigen wird und direkt zusammen mit Braunschweig und Hamburg sich so eben in die Relegation rettet. Ich meine, Hamburg ab und an punkten sie mal nicht wirklich berauschend, aber Nürnberg, da ist ja komplett... Was haben die Hamburger denn noch für Programm? Die Hamburger müssen, ja, am letzten Spieltag müssen die in München antreten. Gibt leichtere Aufgaben. Also ich glaube, Braunschweig, es tut mir leid, ich fand Braunschweig eigentlich eine sehr sympathische Mannschaft. Vor allem in der Rückrunde. Ja. Sehr attraktiven und... Wirklich sehr attraktiven, anschaulichen Fußball noch gespielt, ja. Schöne Tore. Top-Torschütze. Haben sich nicht den Schneider... Kumbela, genau, hier. Er hat, glaube ich, auch ein schönes Fallrückzieher-Tor jetzt in der Rückrunde. Ja, hat er gemacht, genau. Erzwirbel. Also, ein super Typ, finde ich schade. Aber die Hinrunde halt ein bisschen zu sehr vergeigt und in der Rückrunde zu wenig Punkte geholt. Die werden, glaube ich, direkt absteigen. Ich glaube auch, dass es Hamburg nicht schaffen wird. Ich glaube auch, dass Hamburg direkt absteigen wird. Also die können sich quasi das schenken, dass die schon Paderborn haben beobachten lassen. Genau. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Als einziges Mitglied der Bundesliga noch nie abgestiegen. Und jetzt sind sie schon so weit, wo es noch niemals feststeht, beobachtet man schon Paderborn. Da sieht man mal... Ach. Und Paderborn ist auch noch nicht mal definitiv in der Relegation. Aber es ist auch ein anderes Thema. Und ich glaube, dass Nürnberg-Stuttgart, es wäre natürlich wirklich krass, wenn ich sag jetzt mal, es wirklich der Fall eintreten sollte, Nürnberg und Stuttgart direkt und Hamburg irgendwie Relegation oder so. Also ja, Braunschweig rettet sich, oder? Genau, ja, sowas. Genau, ja, ist klar. Aber ich glaube, Braunschweig steigt ab, Hamburg steigt ab und ich glaube, dass Nürnberg in die Relegation kommt und Stuttgart sich da noch so durchwuselt. Das glaube ich. Was glaubst du? Ich sehe das ähnlich. Ich mag Stuttgart. Ich hoffe, dass die da komplett aus der Geschichte rausbleiben, dass sie sich da raushalten und die Liga einfach sicher halten. Wobei er sicher relativ ist. Braunschweig gönne ich es wirklich, dass die sich auf dem Relegationsplatz retten. Glaube ich aber nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass sich Hamburg nicht fangen wird und Nürnberg sich noch irgendwie Punkte ergammelt. Das heißt Nürnberg-Relegation und Hamburg-Braunschweig direkt. Tut mir leid, Lars, an dieser Stelle. Es gibt ja auch im Internet schon die Countdown-Uhr, wie lange die große Hamburger Uhr, die ja im Stadion hängt, diese wird ja dann ab. Die Juni ist sie jetzt versteigerbar, glaube ich, bei eBay. Okay. Also ich muss sagen, also ich... Ich will sie nicht haben. Nee, das auch nicht, aber... Ich will sie haben. Riesen Countdown. Muss ja noch Zimmer ausbauen. Aber eine andere Sache, zweite Bundesliga. Köln verdient aufgestiegen, definitiv. Ja, wird ja nächste Saison wieder absteigen können, ne? Glaube ich noch nicht mal. Also die Kölner haben einen wirklich sehr guten Fußball gespielt, verdient aufgestiegen. Aber das sind sie ja immer. Die haben in der zweiten immer wirklich also so eine Mannschaft, die zu gut für die zweite ist und zu schlecht für die erste. Das Problem von Köln ist, die haben immer noch so ein bisschen dieses ganze Umfeld. Wenn die jetzt schon wieder denken, die schon wieder, manche Fans so, wenn wir so spielen, wenn man sich die erste Bundesliga anguckt, da kommen ja vielleicht gesichertes Mittelfeld und Champions League. Und vielleicht sogar mit Europa, wenn man mal guckt. Ich meine, das sind doch schon wieder Ansprüche, die passen doch nicht. Ja, aber das liegt so hier halt im Pott irgendwie. Also es ist so in einer gewissen Art und Weise, wir sind verwöhnt, was das angeht. Definitiv. Das war ja auch so bei der Fortuna. Also, ja, aber das denkt sich ein Paderborn nicht. Nee. So, komm, jetzt gesichertes Mittelfeld. In Paderborn, da passen noch 14.000 Leute ins Stadion. Ja, das ist doch egal. Und davon sind 2.000 oder 1.000 Gästefans. Das ist doch egal. Nee. Also Paderborn, es tut mir leid für die Paderborner, aber die haben so keine Lizenz meiner Meinung nach verdient für die erste Bundesliga. Kriegen sie doch nicht, ne? Oder? Das weiß ich jetzt spontan auch gerade nicht. Also wenn, ich meine, die Auflagen sind wahrscheinlich schon, dass man ein größeres Stadion braucht, oder? Ich weiß nicht, aber dann auch schon in der zweiten, oder nicht? Ja, in der zweiten braucht man, da hat ja RB Leipzig Probleme. RB Leipzig. Weil die brauchen, nee, nicht Leipzig, nee, die haben auch ein Problem, aber da ging es nur wirklich um die größere Stadion. Leipzig hat doch das größte Stadion, oder ein riesiges Feld.
Nee, Heidenheim, genau, Heidenheim hat das ja. Was, also 15.000 brauchen wir ja, glaube ich, für die zweite Liga. Ja, okay. Paderborn mit 14,47. Quatsch, da wird die erste Reihe ein bisschen ausgebaut und hast du 15.000. So, aber ja, Fortuna Mittelfeldplatz. Aufstieg leider nicht, Relegation nicht mehr möglich. Wie? Klar, ist noch möglich. Möglich ist es noch. Nein, möglich ist es nicht mehr. Doch, wenn alle verscheißen. Nein, weil Paderborn hatte ja zu dem Zeitpunkt, wir reden glaube ich nach der, also vor dem 31. Spieltag, hätte Fortuna alles gewinnen müssen und die Paderborn alles verlieren. Dann hätten die Punktgleichheit. Leider hat Paderborn gegen Fürth gewonnen. Egal. So schade. Aber nee, ach, vollkommen okay. Ich meine, was der Schulte jetzt momentan in Düsseldorf abzieht, finde ich eh nicht in Ordnung. Dass er so Leute wie ihn Levels rauswerfen will und vor allen Dingen auch noch so, ja, danke schön, Tobi, mach's gut. Alles Gute auf deinem weiteren Weg. Wir haben keinen Bock mehr auf dich. Hey, Lambert, komm rein, bleib doch bitte in der Mannschaft. Wenn ich den schon laufen sehe, wenn er mit seinen Ärmchen da rumfuchtelt, weil ihm die Grashalme unter den Achseln jucken, ohne Scheiß. Also Lamberts wäre einer, wo ich sagen würde, alles klar, der hat in Bayern hat ein Tor geschossen, Höhepunkt der Karriere, tschüss, danke schön, mach's gut. Aber dem dann noch irgendeine Vertragsverlängerung zu geben, weiß ich nicht. So, Greuther führt, okay, aber ich glaube, dass Pauli es in die Relegation macht. Und ich würde es für Pauli auch wünschen, weil ich die Mannschaft, weiß ich nicht, sympathischer finde als Paderborn, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall für mich mehr in der Bundesliga zu suchen. Was natürlich der Knaller wäre, Relegation St. Pauli Hamburg. Oh ja. Das ist dann aber ein Hocheskalationsspiel. Das ist also ein Stufe A-Spiel, was ja, glaube ich, in Papua-Neuguinea ausgetragen wird. FBI kommt auch vorbei, CIA, die ganze. Die NSA hängt jetzt schon drin. Ja. Die beobachten hier schon. Ja. Aber was ist denn mit Lautern? Meinst du nicht, dass Lautern. Nee, Lautern spielt noch gegen Fortuna. Die kriegen momentan der Olli, der macht momentan so einen Bombenjob bei Fortuna. Ja. Lorenz, der ist ja krankgeschrieben bis zum Ende der Saison. Und ohne Witz, Lautern klatschen wir weg. Bin mal gespannt. Also, so wie Fortuna momentan spielt, okay, jetzt ist Fink verletzt, Muskelfaserriss, Pech gehabt. Kreuzbandriss. Kreuzbandriss, Muskelfaserriss, weg, ist weg. So, jetzt kommt hier Kandidat. Moment. Jetzt kommt Kandidat Lamberts wieder. Bellinghausen hat auch gesagt, hey, ich bin wieder fit. Eine Achse, wo du auch denkst, der bringt gleich einen um. Brauche ich auch nicht so wirklich. Da dann lieber ein Body, dem nochmal eine Chance geben, das ist halt wie ein Rennpferd. Genauso anfällig auch von Verletzungen her. Dem würde ich aber nochmal die Chance geben. Naja, aber ich glaube, Kaiserslautern klatscht schon mal weg. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wer steigt auf, wer steigt ab, wer kommt in die Relegation. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und in der nächsten kurz und knackig Folge geht es um was? Das können wir uns noch aussuchen. Ich habe hier noch so auf dem Zettel was stehen. Könnte es zum Beispiel um unser Traumspiel gehen? Also wie würde für uns das perfekte Videospiel Computerspiel sein. Genau. Okay. Gut. Das kommt in der nächsten Folge. In dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, wenn ihr noch dem Krieger eine Freude machen wollt, ne, dann schreibt ihr EA an, damit endlich noch ein Fortuna-Inform kommt. Ne? Bloß nicht. Lidl.